Hallo, wir sprechen heute darüber, dass Deutschland vollkommen abgewirtschaftet hat. Wir können uns darüber unterhalten, wie der hohe Energiekosten, hohe Bürokratie, hohe X und Y. Das kennt ihr alles schon. Aber jetzt pass auf. Die Wirtschaft in Deutschland wächst seit 6 Jahren nicht. Das ist schon mal irre. Und vielen Dank, Herr Habeck. Sie haben da einen riesen Anteil dran. Jetzt schauen wir uns einmal an, was wir denn so für Frühindikatoren haben. Wir schauen uns einmal an, wie es denn läuft mit unserer Luftfahrt. Weil normalerweise eine blühende Wirtschaft hat viele Geschäftsreisende, die natürlich von Abschluss zu Abschluss reisen. Jetzt pass auf, die Luftfahrt in Deutschland liegt da nieder. Wir haben im Sommer 2024 erst 100% wäre der Stand vor Corona in Deutschland 91,4% der Vor-Corona-Flugbewegungen erreicht. Wenn du jetzt sagst, es ist doch gar nicht so schlecht, dann vergleicht sich das mit anderen europäischen Staaten, die schon lange bei 110% von vor Corona sind, teilweise sogar höher. Wir sind das Schlusslicht. Jetzt sagst du, na komm, 91,4%, das ist doch gar nicht so schlimm. Die Novemberzahlen sind allerdings irre. Sie sprechen dort von einem Kollaps. Wir sind nämlich plötzlich 17 Prozentpunkte heruntergefallen, also nicht nur 17%, sondern 17 Prozentpunkte auf jetzt nur noch ca. 75% des Vor-Corona-Niveaus. Ich bin vollkommen entgeistert. Es heißt, Geschäftsreisende bleiben aus. Oh, der Grund dafür sind der wirtschaftliche Abschwung und die Klimaziele der Firmen. Das ist Wahnsinn. Dazu kommen natürlich noch Flugkürzungen. Das Angebot wird auch weniger. Wir erinnern uns an die Schimpftirade des Chefes von Ryanair, der gesagt hat, das kann doch gar nicht sein, Deutschland wird von, ich hoffe, Sie zeigen ihn dann auch an, von Dummköpfen regiert. Vielleicht wird er nicht belangt, weil er Englisch gesprochen hat. Er hat sich darüber aufgeregt, dass ja, wir mit Gebühren, mit irgendwelchen Zulagen, dass wir einfach viel zu teuer sind, sodass sich das Geschäft für ihn nicht mehr lohnt. Er muss auch innerhalb Deutschlands ausweichen auf jetzt irgendwelche wirkliche Nebenflughäfen, damit überhaupt irgendetwas geht und ist trotzdem der Einzige, der irgendwelches Wachstum bringt. Das ist schon Wahnsinn. Wir sitzen also da und fragen uns, warum ist das so? Und hier kommt die Antwort. Das uns allen bekannte ifo-Institut macht natürlich immer Umfragen und sagt Folgendes. Jetzt pass auf. 40% der Selbstständigen, 40% der Selbstständigen rechnen mit schwächeren Umsätzen 2025 gegenüber 2024. 50%, 50 weitere Prozent rechnen mit einfach Stagnation. Und nur 10% meinen, es könnte irgendwo besser werden. Investitionen werden natürlich deswegen gekürzt. Und wenn Investitionen gekürzt werden, heißt es natürlich auch wieder weniger Geschäft. Wir verschlafen jetzt wahrscheinlich wieder eine neue Welle, ein neues Geschäftsfeld, verschlafen wir wieder vollkommen damit, nämlich künstliche Intelligenz. Bei künstlicher Intelligenz hängen wir natürlich auch an Energiekosten. Das ist der entscheidende Faktor bei dieser künstlichen Intelligenz. Und ich meine natürlich nicht, ob du ChatGPT verwendest oder irgendwas, sondern
Wo ist denn der deutsche Anbieter und wie viele Kunden hat er denn und wie viel Geschäft macht er denn? Das ist wirklich unfassbar, wie wir uns wieder in einer Zukunftstechnologie aufgrund der Unfähigkeit unserer Politiker abhängen lassen. Ich habe hier schon so viele Videos gemacht, wo es um sogenannte Zukunftstechnologien ging. Wir haben uns überall abhängen lassen. Das ist wirklich irre. Und wir schaffen es schon wieder. 11 von 16 Bundesländern haben schwächere Geschäftstätigkeit als vor 6 Jahren. 11 von 16. 87% der Unternehmer fühlen sich nicht respektiert von dieser Bundesregierung. Nicht respektiert und nicht vertreten. Hast du das verstanden? 87%! Aber ich weiß, in Deutschland kann keiner Prozente rechnen. Und wenn du jetzt meinst, dass diese 87% jetzt irgendwelche politischen Alternativen anstreben, dann schlage ich dir jetzt in die Magengrube. Pass mal auf. 28% der Unternehmer, der Selbstständigen, stehen auf Grün. Und das ist die Partei, die die meisten Selbstständigen vereint. Die Grünen. Die Partei, die uns mit Anlauf gegen die Wand fährt. 28% der Selbstständigen sagen, sie verorten sich bei Grün. Wenn ich bisher noch der Meinung war, dass vielleicht in Deutschland irgendwelche intelligenten Menschen unterwegs wären, ich gebe es auf. 18% wollen die Union. Mehr Krieg bei demselben Geschwafel. 13% sehen sich bei der FDP aufgehoben. Na, immerhin. 9% bei der AfD. Bei der SPD fühlen sich 6% gut aufgehoben. Und 4% bei den Linken. Und der Herr Scholz will Kanzler werden. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Wenn du nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe, und nach dem, was wir überall sehen, egal in welchem Gespräch ich mich befinde, bekomme ich erzählt, wie schlecht die Aussichten sind wirtschaftlich, wie schwerwiegend die Bürokratie ist. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass zwischen 22% und 30% der Gesamtarbeitszeit draufgeht für Bürokratie. Wir bekommen immer wieder mehr Gesetze aus Europa, mehr Implementierung, mehr Restriktionen aus Deutschland, mehr Vorschriften und so weiter und so fort, mehr Ideen, wo wir überall CO2 einsparen können und Ähnliches. Aber keine Hilfen. Und trotzdem wollen diese Plattvögel 28% Grün wählen. Den kannst du gar nicht mehr helfen. Den kannst du gar nicht mehr helfen. Die haben es wirklich geschafft, dass sie sich in ihrer Wohlfühlblase, weil natürlich geht es grundsätzlich Deutschland noch ganz gut, dann auch verabschieden, weil sie eben dann sagen, dann gehe ich eben woanders hin. Wir deindustrialisieren Deutschland gerade vollständig. Wir fahren dieses Land mit Vollgas an die Wand. Und anscheinend machen alle willig mit. 87% fühlen sich nicht respektiert, wollen aber dieselben Leute wieder wählen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch bitte gar nicht sein. Ich bin jemand, der nicht wirklich immer nur negativ reden will. Ich versuche immer eine Perspektive zu geben. Die Perspektive aus meiner Sicht ist, sich zu fokussieren auf das persönliche Fortkommen. Wenn alle um dich herum keine Lust haben und das nicht sehen wollen, dann musst du für dich selbst aufkommen.
Du musst dich hinstellen und dich einmal mit anderen Dingen beschäftigen, die dir dein wirtschaftliches Fortkommen sichern. Versuche es doch einmal mit Trading. Schau einmal hier unter diesem Video auf diesen Link, dieses Videotraining, und schau dir einmal an, ob das nicht etwas für dich wäre. Weil es ist etwas, was dich vollkommen frei und unabhängig machen kann, wenn du das mit Kopf, mit Gehirn betreibst. Ich wünsche dir, dass wir uns demnächst mal in einem Gespräch oder in einem Workshop wiederfinden, sodass ich dir wirklich erklären kann, wo deine Chancen liegen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Der Olli.